springing into action like a bungee cord. Moin Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und das ist der Mitch und wir haben hier brandneue Neuigkeiten von RockShox. Michael, um welche neuen Produkte geht's denn? Worüber unterhalten wir uns jetzt? Also, es wurden überarbeitet die Zep, die Lyric, der Super Deluxe Dämpfer und ganz neu im Portfolio gibt es jetzt auch den Vivid als Keuldämpfer. Und ich meine, wir fangen vielleicht erstmal bei den Gabeln an. Was ist da neu? Also wir sind jetzt mit einer neuen Charger-Technologie, also neue Dämpfungstechnologie mit der Charger 3.1. Das heißt, wir haben ein breiteres Spektrum an Dämpfungseinstellungen. Das bedeutet im Detail, wir haben eine leichtere Low-Speed-Compression. Das bedeutet, in komplett offener Stellung haben wir 68% mehr Durchflussrate und eine bisschen straffere und höhere High-Speed-Compression. Das heißt, wenn ihr die High-Speed-Compression schließt, habt ihr mehr Compression als zuvor. Alles klar. Die Bushings wurden ja auch überarbeitet. Also wir haben da geringere Fertigungstoleranzen, exakt, ein bisschen optimierteres Design und dadurch weniger Reibung und ein besseres Out-of-the-Box-Gefühl. Ganz genau, ja. Was sieht man sonst? Sieht man optisch außen was an den Gabeln? Gibt es da Casting oder so Änderungen? Die Gabeln selber am Casting sieht man nicht allzu viel. Die Pressure-Release-Valves sehen jetzt etwas anders aus. Ansonsten sieht man jetzt noch so einen Charger-Schriftzug oben an den Standrohren. Ich würde sagen, sonst sind sie ziemlich gleich geblieben. Und ganz, ganz wichtig natürlich, die Zep gibt es jetzt auch in Electric Red. Also die Farbe, die man schon bei den ganzen Profis im letzten Jahr oder in diesem Jahr gesehen hat, die gibt es jetzt auch für alle Kunden käuflich zu erwerben. Eine Ausnahme ist noch bei der Pike, da wurde nicht nur die Dämpfung, sondern auch die Luftfeder optimiert. Die hat jetzt eine größere Negativfeder, wodurch einfach das Ansprechverhalten noch ein bisschen feinfühliger sein soll. Okay, dann machen wir mal mit den Dämpfern weiter. Arne, was gibt's denn Neues beim Super Deluxe? Okay, der Super Deluxe hat eigentlich ein ähnliches Upgrade bekommen wie jetzt die Gabeln. Also auch hier liegt der Keypoint in mehr Öldurchfluss. Der Mainpisten und der Ausgleichsbehälter wurden überarbeitet und dadurch soll der auch einfach noch ein bisschen feinfühliger ansprechen. Außerdem gibt es auch im abfahrtslastigeren Bereich noch eine Neuigkeit, nämlich den neuen Vivid Coil. Michael, was hat es damit auf sich? Ja, der Vivid Coil greift eigentlich zurück auf die Technik aus dem Vivid Air. Also im Endeffekt die Touchdown-Technologie, die man schon kennt. Das heißt, wir haben oben im Ansprechverhalten in den ersten 10% umgeht er die Druckstufe. Das heißt, er hat ein super leichtes Ansprechverhalten. Die nächsten 70% werden gedämpft durch die verbaute Dämpfung. Und die letzten 20% werden geregelt über den HBO, also über den Hydraulic Bottom-Out. Was jetzt noch ziemlich interessant ist, vor allem für Leute, die schon ein RockShox-Produkt vielleicht aus dem letzten Jahr, vielleicht aus dem vorletzten Jahr haben, man kann den Kram nachrüsten. Also wenn ihr schon eine Charger 3-Kartusche in eurer Gabel habt, könnt ihr mit einem Piston-Upgrade-Kit die einfach für einen relativ schmalen Taler nachrüsten innerhalb von einem 200-Stunden-Service-Intervall. Das gleiche gilt sogar auch für den Super Deluxe. Also hier gibt es auch einen Ausgleichbehälter zum Upgraden und den Main-Piston zum Upgraden. Außerdem ganz neu und bei Gabeln noch nicht so üblich, ich glaube bei MRP gibt es die Möglichkeit, es gibt jetzt Tunes für eure Gabeln. Also ihr könnt euch im Aftermarket einen Heavy-Tune für die Gabel kaufen, normalerweise ist der Standard-Tune verbaut für die Compression. Und es gibt 3 Rebound-Tunes, die gekauft werden können. Das ist cool, weil wenn man sagt, man ist mit der Gabel-Performance jetzt noch nicht so 100% zufrieden, muss man nicht zu einem Tuner gehen, sondern kann auch einfach von RockShox direkt Shimstacks beziehen, um sein Fahrwerk an sich anzupassen. Wir hatten die neuen Federelemente ja auch schon im Test. Mitch, du hast in deinem Santa Cruz schon die Zep gefahren und den Vivid Coil. Wie fandest du es denn? Also ich muss sagen, ich fand es ziemlich cool. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob so ein kleines Update jetzt wirklich so viel mehr bringt. Aber bei der Zep definitiv erster Run und ich habe sofort gespürt, dass er einfach ein bisschen plascher ist, also ein bisschen mehr buttert. Die reduzierte Low-Speed-Compression ist auf jeden Fall spürbar. Damit ist es weniger harsh in Anführungszeichen. Das heißt, es geht auch ein bisschen weniger auf die Hände. Man kann es einfach feiner einstellen. Und das muss ich sagen, war wirklich ein Vorteil. Und es war auf jeden Fall eine Verbesserung zu der Gabel vorher. Was nicht bedeutet, dass die alte Zep jetzt irgendwie outdated ist oder man die nicht mehr fahren kann. Das ist Quatsch. Aber es ist einfach nochmal eine kleine Verbesserung zum Vorgängermodell. Beim Coil-Dämpfer, beim Vivid Coil, muss ich sagen, super gutes Ansprechverhalten. Ich habe noch nicht so viel Zeit drauf verbringen können auf dem Dämpfer, weil ich den später bekommen habe. Aber das erste Gefühl war auf jeden Fall tipptopp und ich freue mich auf weitere Kilometer damit. Okay, sehr cool. Du hattest die Zep, ich hatte die Lyric und den Super Deluxe im Canyon Spectral drin. Was ziemlich cool war, ich hatte vorher genau die Vorgängermodelle im Canyon und konnte dann direkt einen Back-to-Back-Vergleichstest machen. Und da stimme ich auch mit dir 100% überein. Also man merkt direkt, okay, es ist einfach ein bisschen smoother. Man kann die Low-Speed noch weiter offen drehen. Ich habe selbes Setting gefahren, Rebound musste ich ein bisschen anpassen. Aber sonst, und der direkte Vergleich war einfach
direkt out of the box, ein bisschen smoother, ein bisschen feinfühliger und einfach cool. Und ich denke, das war auch das Ziel. Also die reduzierten Reibungen, gerade durch die neuen Bushings, das spürt man direkt am Trail. So, das war's von uns beiden zu den neuen RockShox Fahrwerken. Alles weitere findet ihr in unserem ausführlichen Artikel dazu. Alle Details, alle Preise findet ihr dort. Also, bis dahin. Ich war übelst konzentriert, darum abzutauchen. Ja.